Ja, Lehmann, das ist aber scheiße, weil dann nehmen Pfui! auch mal den Track jetzt einfach ohne dich raus, wa? Nein, Mann, mach das nicht. Ja, doch, der ist schon fertig, wa? Ja, das kannst du alles finden. Ja, klar. Ist echt? Ja, Mann, Alter, das ist alles rund, das Ding, wa? Der Und war mein Part. wir haben jetzt schon gesagt, so, wa, wenn du heute nicht mehr kommst, dann, ja, dann ist halt Pech, ne? Dann gehörst du quasi nicht mehr zum Hotpot, aber du kannst natürlich gerne eine Solo-Karriere starten. Ja, aber nein, ernsthaft. Ja, ernsthaft. Nein, was denn? Ich habe eine Solo-Karriere, Alter. Nein, morgen oder übermorgen bin ich für Eintritt. Ja, klar, morgen oder übermorgen. Was meinst du denn, wie mein Terminkalender aussieht, Kollege? Denkst du, ich warte die ganze Zeit nur darauf, dass hier ein Le Mans anruft und sagt, ich würde gerne mal einen Part aufnehmen oder was? Ah, nein, aber ihr müsst das auch checken, Alter. Ich bin monatlich weil so. Ja, du musst das aber auch checken. Ich habe auch nicht immer Zeit. Mir ist das schon klar. Mir ist das schon klar. Dann frage ich, aber wenn du sagst, nein, dann habe ich halt nicht gemacht. Ja, aber ich denke mal so, Oktober oder so sollte klar gehen. Ja, also wird dafür sein nichts mehr, oder was meinst du? Na, nein, aber da müssen wir nochmal Wir gucken, haben Juni. wann wir uns Dings war. Sorry, ich habe dich jetzt hier einfach mal auf Lautsprecher gemacht. Und wir machen uns gerade ein bisschen lustig über dich. Auf reale Regler an deiner Konsole rauf. Schon tot geglaubt, doch groß verstaubt und wir zurück mit doofen Sound. So lange er doch so vertraut wie mich das Mikrofon und schau doch ohne laut mir sagen will, es sie komm ohne Strophe raus. So wachte ich aus dem Koma und ich sprang vom Sofa auf. Klopfte meinen Kopf frei und sie da, es kam Flows heraus. So sieht's aus, seitdem macht der Hotpot wieder groß Radau. Scheiß auf Quoten, wir nehmen lieber Lieder für die Homies auf. Doch der Shit so fresh, dass sogar Oma bounce und abgeht. Wenn ich flow und dabei mein Aroma auf den Chuck leg. Ich will einfach bloß, dass sie die Pfoten auf und abhebt. Nur komm mir nicht auf Agro, weil mir sowas auf. Wenn wir bei Shows am Rad drehen, ja dann fliegen die Pfoten. Leider sind wir mittlerweile zeitlich ziemlich gebunden. Doch egal wie viele Stunden wir nun zusammen verbringen, in der Crew ist alles cool, weil der Zusammenhalt stimmt. Ja, und ist die Crew am Start, dann geht es rund wie ein Schaufelrad. Wir kommen mit Sound, der Power hat, wie Walter aus dem Frauenknast. Also aufgepasst, viele MCs labern echt einen Haufen Stoß. Doch der Hotpot hält's real und simpel wie ein Schraubverschluss. Von Duisburg-Walsum bis hoch in den Kaukasus bringt ihr den Sound, der euch da draußen pusht, zu dem man einfach bouncen muss. Deutsche Raps sind ausgelutscht und nervig so wie Schneeschippen. Deshalb bleiben wir uns treu und uns gesund wie Lehmhütten. Für die in Rehrücken, kostbarer als Grobe sind die Jungs, von denen man Proben nimmt und sie darauf zu Klo beginnt. Glänzen hier wie Fotoprint und kicken Shit wie Profispieler, damit die Hetzer draußen strahlen, so wie Fukushima. Am Mike wie Drogendealer, damit ich euch was Lopes liefer, anstatt so wie Klon Bieber oder andere Großverdiener. Burn wie Tropenklima, zeigen, dass es auch anders geht. Hotpot steht für Flow und Style, denn es sind das Gesamtpaket. Der Hotpot ist am Mic, das sind der Sick, der Green. Das sind McFly und Le Mans, Rhythm und Tim Beam. Wir haben einen fetten Track für euch, was die meisten Herz erfreut. Endlich wieder Raps auf Deutsch, die man besser nicht versäumt. Yo, der Hotpot ist am Mic, das sind der Sick, der Green. Das sind der McFly und Le Mans, Rhythm und Tim Beam. Wir haben einen fetten Track für euch, was die meisten Herz erfreut. Endlich wieder Raps auf Deutsch, bei dem man sagen kann, es läuft. Es läuft. Wenn wir unseren Shit kicken, dann klingt es so fresh. Hotpot, ey, die Typen haben Raum, weil keine andere Crew so über Bass und Beat flowt. Es läuft. Wenn wir unseren Shit kicken, dann klingt es so fresh. Der Shit ist tight. Hotpot. Nur damit ihr Bescheid wisst, wer Mike ist. Mich heute ein bisschen unerwartet. Grundlos mit der Crew von damals, lange nicht mehr rumgeschlagen, nicht mehr jung und unerfahren. Alle über 30 und ich meine nicht in Hundejahren, andere Arbeitszeiten und erweiterte Umlaufbahn. Oft fehlt mir die Lust, um mit der Bahn Richtung Walsum zu fahren. Niemand will die Freizeittage genau auf die Sekunde planen. Aber da man munkelt gerade, jetzt wird unsere Stunde schlagen. McFive 8 Beine und ich, das kein alter Kumpel war. Schreiben ist wie Schweißen, ihr seht bleich, ich spitze Pumpen schlagen. Weil ich kapitale Kapillare in der Lunge trage, ist die Zeit vorbei, wo ich nach Atemluft gerungen habe. Hohe Stirn und Schmierbauch einfach nicht mehr.
wir diese Hungerhaken. Immer noch sechs Wunderknaben, Gruß an alle jungen Damen und Dudes, die mit uns unten waren. Lunte in den Zunderholz und wird ihr Mund zu Mund beatmet. Unbedarft ist unsere Sprache, wie die Nibelungen sagen, mein Mund ist untertan. Ich hat vom Track geladen, ich stehe auf der Gästeliste. Texte kick ich ohnehin am liebsten in der Sechserklicke. Rap und Spitze, Wacke MCs treffe ich wie Messerstiche. Da hat keiner was zu lachen, so wie über schlechte Witze. Ob ich diese Sätze tippe, schreibe mit nem Kugelschreiber. Ihr wollt schlechten Rap, da streike ich wie Zugbegleiter. Mit 5 sind gute Reimer, plus der kattende Kingster. Er scratcht handfeste Dinger und braucht nur Platte plus Finger. Denn bei uns steckt mehr als nur ne große Klappe dahinter. Jetzt gibt mir Blut in den Adern, wie ohne Jacke im Winter. Jeder Takt ist ein Ringer, 16 Zeiler der Styler. Rap mit Fleiß und mit Eifer fetter als Freitag zu feiern. Wir machen weiterhin weiter, tighter und meist unbegreifbar weiter. Und Neider schreien begeistert, so wie keifende Weiber. Reimen ist einfach, doch eins habt ihr Strategen nicht bedacht. Unser Niveau macht Rap-Musik zur Raketenwissenschaft. Du fragst dich, warum so nice er klingt, was Lieder auf die Beine bringt. 5 MCs, ein DJ, die schon alle über 30 sind. Machen unser eigenes Ding euphorisch wie ein kleines Kind. Denn anders hat's auch keinen Sinn, weil Rap heute stark nach Scheiße stinkt. Viele Esel quälen mich, bewegen sich ewig elendig. Auf Qualität, die schäbig und mein Wesen nicht mehr erträglich ist. Ich will Themen, Thesen und eben nichts Regelmäßiges. Weil Rap für mich mein Leben und Streben nach Raritäten ist. Explosiver Beat, da muss Power in den Text. Bis vom Bouncen fett durch Nester Z ein Schauer eingesetzt. Yo, der letzte Takt ist schon vorbei, es hat kaum einer gecheckt. Ey, das Ding muss halt rundum rocken, genau wie dieser Track. Der Hotpot ist die Connection, bestehen tut sie Jahre schon. Das Grundgerüst bleibt stets stabil und widersteht wie Stahlbeton. Es war eine lange Schonzeit, hab's ein paar davon nicht wahrgenommen. Doch dieser Song, der stößt den Zorn und es ist wieder Jagd. Ey, yo, der Hotpot ist am Mic, das sind der Sick, der Green. Das sind McFly und Lamar with the Mountain Bean. Wir haben einen fetten Track für euch, was die meisten jetzt erfreut. Endlich wieder Raps auf Deutsch, die man besser nicht versäumt. Ey, yo, der Hotpot ist am Mic, das sind der Sick, der Green. Das sind der McFly und Lamar with the Mountain Bean. Wir haben einen fetten Track für euch, was die meisten jetzt erfreut. Endlich wieder Raps auf Deutsch, bei dem man sagen kann, es läuft. Sag, es läuft, es läuft. Wenn wir unseren Shit kicken, dann klingt es so fresh. What, what? Ey, die Typen haben's drauf, weil keine andere Crew so über Bass und Beat float. Sag, es läuft, es läuft. Wenn wir unseren Shit kicken, dann klingt es so fresh. Das Shit ist tight, tight, what, what? Nur damit ihr Bescheid wisst, wer am Mike ist. I just saw a Hot Pod video and they're the fucking sickest. Yeah! Freestyle!